So, Hallmeier, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen auf dem Hof sein dürfen. Wie kam es denn dazu, dass Sie hier die Biogasanlage erbaut haben? Wir haben uns dafür entschlossen, weil in der Landwirtschaft das Einkommen nicht immer gut ist und die Biogasanlage zusätzliches Einkommen sich erwirtschaften lässt und auch zukünftig dann der Sohn mit dem Betrieb mitarbeiten kann. Und Sie haben sich dazu entschieden, beziehungsweise die Firma hat sich dazu entschieden, hier die Rohre einzupflügen. Können Sie dazu noch was sagen? Ja, wir haben das komplett vergeben an eine Firma und bei uns hat sich so ergeben, wir gehen über Wiese bis zum Ort rein und der Großteil über die freie Wiese ist, geht halt mit dem Pflügen einfacher und schneller. Okay, Herr Zeusel, ja, vielen Dank, dass wir heute bei Ihrer Baustelle sein dürfen. Meine erste Frage gleich am Anfang, welchen Vorteil erhofft man sich denn von dem Rohreinpflügen? Ja, im Endeffekt also erst einmal von der laufenden Meterzahl, was wir reinbringen am Tag und dann das Kaputtenaustausch gemacht werden muss. Das ist also, man kann relativ schnell auf verschiedene Höhen und Tiefen umwechseln und dadurch bringt dann also das meiste dann der Pflug in längere Strecken sind. Ne? Wie läuft denn das ab, dieses ganze Pflügen, Herr Zeusel? Wie fängt man an? Wie läuft das ganze Geschehen ab? Ja, im Endeffekt machen wir eine Startgrube, da wo der Pflug mit dem Schwert reinfährt und dann geht es im Endeffekt nur noch auf die Zielpunkte drauf zu, die man vorher schon absteckt. Und dann ist im Endeffekt nur noch eine Sache von den Einbauten, dass man da mal höher und mal tiefer. Ja. Aber im Endeffekt läuft das also dann ohne Geländeaustausch und Ding. Ja. Und was. Man fährt hier noch entweder mit einer großen Walze oder mit einem Bagger drüber. Ja. Und dann ist der Oberboden wieder so verdichtet. Ja. Dann ist eigentlich kein Problem mehr. Ja, vielen Dank fürs Interview.